Ja. Fast gar nicht vorhanden. Fast gar nicht vorhanden. Ich schon mal Eisen von drüben. Dingens müsste doch auch welches sein. Ne? Dingens, der Füße. Füße. Kermoren. Ja. Gesundheit, Helena Niest. Ah, oh, Gesundheit. Bring mal was Eisen mit, so. Dann haben wir das hier. Jawohl. Muss man auch mal wieder einschmülzen. Ja. Boah, ich habe so viel Platz im Inventar, dass ich nur ein Stack mitbringen kann. Und ein bisschen was dann von meinem da lasse, aber hey, hat sich ja richtig gelohnt, die Reise. Ich finde das richtig schön mit dem Kirschblütenbaum hier. Die sind prächtig, ne? Vor allem dieses Rieseln von denen. Finde ich Ja. total geil. Was gibt's Neues, Steffi und Gerda? Ich hoffe, ich habe richtig gesagt, Gerda. Ja, hast du. Ja. Was gibt's Neues? Eigentlich alles gut, alles schön, nichts Besonderes. So, mache ich jetzt diese teuren Dinger. Mal gucken, wie das aussieht. Meine Eltern haben heute Hochzeitstag. Den wievielten? 39 Jahre. Boah. Ja. Ja, die waren heute unterwegs, ist auch richtig so.
Ja. So, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Warum war ich unterwegs? Ah ja. Keine Ahnung. Habe ich denn hier noch? Oh, ich habe hier auch noch eine Schere in meiner Schulkerkiste. Sehe ich gerade. Also. Ein paar Scheren haben wir noch. Dahin geht. Ja. Ist alles weit eng hier, ne? Aber ist halt so, ne? Ich bin hier mit den Fenstern am Verzweifeln. Aber ich, es wird. Legacy Tobi, einen wunderschönen guten Abend. Lust auf ein Projekt wie Varo? Nein, danke, da habe ich kein Interesse dran tatsächlich. Aber danke für die Anfrage. Bei mir ist auch nichts Neues. Ich war heute mit meinem Papa Eis essen, morgen wieder arbeiten. Ich war am Freitag, was? Ich war Freitag, habe ich Augenarzt gegangen, meine Augen besser. Ah. Sehr schön. Ich muss immer Augentropfen nehmen und das ist auch besser. Na. Ist auch super, Rukia. Mein Tommy, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja, warst echt lang nicht mehr da, war. Aber schön, dass du nochmal Zeit gefunden hast, hier hinzuschauen. Das kann ja dauern, bis ich die Fenster hier fertig habe. Ist er hier auch noch am Meckern? War auf Reha und einfach mal abgeschaltet. Oh. Ist ja schön, dass du es gekriegt hast. Ja. Hast du es wohl wirklich gebraucht? Ja, so hätte ich das gerne. Aber das ist natürlich jetzt dann. Und dann habe ich diese ganzen scheiß Glasscheiben umsonst gemacht. Na gut. Was mache ich denn? Warum lache ich immer so weit weg? Mensch. Oh ja, 2 Monate. Ach krass. 2 Monate. 2 Monate ist schon heftig. Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt ist diese Spitzhacke kaputt gegangen. Könnte ich mir vor Wut den Dings beißen? Welche hast du denn jetzt zerstört?
Du hattest mir eine mit Behutsamkeit gegeben. Ja. Eine goldene. Die habe ich jetzt kaputt gemacht. Boah, Jetzt und kriege ich geschimpft. unverzeihlich ich sowas? Quatsch. Ja. Passiert. Jetzt ist die Frage, brauchen wir gelbe Glasscheiben? Irgendwann mit Müssen die Sicherheit. erhalten bleiben? Ich habe jetzt noch 42 im Inventar. Oh, war's ja fleißig. Und ich habe bestimmt einen Stack verbaut. Ja. Darf ich die rausreißen? Möchtest du mal eine Behutsamkeit haben? Ja, nicht das. Ja. Bist du in deinem Salönchen? Ja. Ich komm mal vor der Tür. Dankeschön. Bitteschön. Die hätte ich aber gerne Ja, ja, wieder. ja, ich, ja. Ja. Einmal durch den Gang brüllen. Hey. Ach ja. Ich so, wie will ich das denn jetzt machen? Man kommt hier rein. Ich weiß, hier ist alles ein bisschen beengt, aber ich wollte jetzt mal eng bauen. So. Da ist dahinter die. So schlafen oder so. Fragen über Fragen. Ne, ich glaube, ich mache das so. Kann dann da auch jemand schön rausgucken. Nee, nee, nee. Oh, geht das? Das geht. Theoretisch, wenn man das so machen möchte. Okay. Habe ich noch? Nee. Das ist mir sonst zu viele Rosa hier. Geht das dir auf den Nerven? Ein bisschen. Ja, was, wenn du zu viel von einer Farbe hast, dann. Auf jeden Fall. Ah, nee. So. Ja, ist halt alles nicht ganz groß hier. Aber so ist das halt, ne? Ist das? Ich könnte natürlich auch ein Hochbett machen. Und dann so tun, als ob da unten Na? Kleiderschrank oder so ist. Ja. Könnte ich ja machen.
Wie war denn das jetzt noch? So war das. Wobei ich das irgendwie so schicker finde. Aber wie kriege ich denn jetzt hier noch irgendwie ein Schränkchen rein? Die Leute müssen doch ihre Klamotten irgendwo unterbringen. Muss es hin? Und wenn ich jetzt hier drauf die Betten mache. Ist mir wieder zu klobig. Nee, das mache ich nicht. Machst du nicht? Nee, nee, nee. Weigerst du dich? Ja. So. Habt ihr jetzt davon? Nicht. Nee, das war jetzt irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Bist ja auch im Rosa. Aber das Rosa vom Ei, nee. Wo bist du denn hier jetzt, da oben? Ah, Hochebenen. Ja, das ist immer schick. Hier. Da. Danke. Dankeschön. Gerne, gerne. Was ich aber machen kann, sind so Hochschränkchen, oder? Ja. Das geht doch auch, ne? Ja. Müssen sie zwar auf ihr Bett steigen, um dann da dran zu kommen, aber... Man darf ja nicht wählerisch sein, ne? Nein, wählerisch darf man nicht sein. Im Urlaub muss man das nehmen, was man kriegen kann. Und das ist hier immerhin ein Palazzo Grande. Ja. Da sollen sie schon mal froh sein. Geht das dann mittlerweile hier? Ah. Ach, wie süß. Nee. Ach ja. Ja, das ist ja schwierig. Oder ich mach das nicht überm Bett. Sondern am Eingang. Am Eingang stürzt doch kein. Und kommt hier so rein. Wenn du das sagst. Ne, so über die Türe.
Warum hast du abgemacht? War schöner. Besser Bett oben. Ah, ich weiß es nicht. Weißt du, dann stoßen sich die Leute den Kopf, wenn sie aufstehen. Ist ja auch doof, ne? Ist ja auch doof. Na, stell mal vor, du wachst morgens auf und paff, hast du jedes Mal erstmal den Kopf. Dann bist du aber wach. Das definitiv. Das definitiv. Oder was ich machen kann, ist so. Dann sieht das so aus, als ob man hier sieht das denn von hier aus? Ach ja, das geht eigentlich. Ja, ich kann nicht noch höher, weil hier ist die Decke hier und da, die kann ich nicht wegnehmen. Die Decke. Aber das kann man, glaube ich, ganz gut als Schrank nehmen. Dann machen wir einfach hier. Geht das hier eigentlich? Ja. Na, dann macht man jetzt hier dann noch so Blümchen drauf. Und dann geht das schon. Na, ist halt ein kleiner Schrank. Was ich noch machen kann. Dann machen wir das hier mal weg. Ist hier noch einen hin, dann habe ich aber hier, ist aber eigentlich auch mal nicht schlimm. Da werden die Leute nicht dran sterben. Gott sei Dank, sonst werden wir regresspflicht gemacht. Ne? So, da kann man dann auch so machen. Ich habe hier noch zwei Teppiche. Die lege ich mal hier so hin. Na, dann haben wir hier unten einen kleinen Schrank und dann hier eine kleine Essecke oder Sitzecke, wo man Gemeinschaftsspiele spielen kann. Hier kann man schlafen und hier ist, wo sie kacken können und so. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, eine gute Lösung. So, Blümchen haben wir auch drin. Wir haben Teppich drin. Der Bereich hier ist auch was abgesperrt. Also abgesperrt, abgetrennt. Aber nicht durch wuchtige Klötze, sondern hier durch die Falltüren. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das kann man so machen. Hast du auch am Bett Licht? Nö. Ich habe hier Licht, ich habe hier im Badezimmer Licht und hier kommt von draußen Licht rein. Das ist eigentlich hell genug. Na, hier kann ich auch leider nichts dranhängen.
Nee, das passt schon. Ich bin zufrieden. Ich auch, hast gut gemacht. Danke, Rukir. Danke. So, dann. Will ich hier unten. Werde ich aber, glaube ich, hier mitmachen. Verdreschnet. Ja. Wie immer. Ich gucke mal, habe ich denn hier noch irgendwas? Das ist ganz normale Eiche. Könnte ich eigentlich auch mal gerade wegbringen, Eiche. Weil das, was ich ja vorher machen wollte, mache ich ja gerade nicht. Na, also grau und so. Mach's ja doch nicht. Doch, also ich hatte ja, was ich hier abgerissen hatte, ne? Ach so. Ja, und da hatte ich ja Eiche, dann wollte ich ja dann nehmen. Aber Eichenholz, das normale, brauche ich gerade nicht. So. Dann packen wir das alles mal hier weg und dann bringe ich Eiche mal runter. Vielleicht wird es ja woanders benötigt und dann ist das schade, wenn es bei mir vergammelt in der Schulkerkiste. Mhm. Ach ja. Roter Sandstein, hellgraue Keramik, die brauche ich ja hier jetzt auch nicht mehr. Hellgrau glasierte Keramik auch nicht. Das brauche ich nicht. Hellgrauer Farbstoff brauche ich hier auch nicht. Öfchen brauche ich hier nicht. 64 Kohle brauche ich hier nicht. Grob Wägeplatte brauche ich auch nicht. Und Roheisen kann auch mal weg. So. Mal ein bisschen aufräumen, ne? Ja. So. Oh, da passt wahrscheinlich alles gar nicht rein. Dann bringe ich das mal eben noch drüben. So, was wollte ich jetzt eigentlich hier? Ja, ich bringe das mal eben rüber.